Hallo und herzlich willkommen hier bei OctaTV. Ich bin's, der Jojo, und wir sind hier in Civilization. Ihr habt richtig geraten und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt hier bei OctaTV. Wir sind mitten in der Runde und zwar sind wir dabei, einen Kultursieg zu erringen. Wir hoffen es zumindest. Das ist, glaube ich, ein ganz schön knappes Rennen. Wir müssen schon ganz schön was dafür tun. Fakt ist, oh wow. Jeder Gesandte zählt als zwei. Da machen wir Ratsch mal raus. Unsere Politikagenda steht. Und wir schauen mal in unsere Gesandten. Hey, wo sind die Gesandten da oben? Ja. Da sind wir jetzt auf jeden Fall scheinbar sicher, weil die zählen ja jetzt als zwei. Und wir sind dabei. Wunder zu bauen, uns weiter zu stärken und große Persönlichkeitspunkte abzusahnen. Aber, ja, all das. Was hast du denn? Die Zeitmaschine. Die hätte ich gern. 38. Na gut. Die geben mir ihre ganzen großen Werke, das finde ich gut. Alle gehen nach, wie hieß es gleich? Und da geht es wahrscheinlich schon mal hin. Wir könnten ja auch noch mal nach Rio gehen. Da geht bestimmt der Karneval. Athen. Athen soll noch einen Flugplatz bekommen, da bin ich dafür. Und wir spawnen noch einen Handwerker. Machen wir schon nicht mehr so viel Geld. 20 Runden, das sind 4800. Okay, also. Ist kein Geld mehr ausgeben. Schon wieder der Churchill. Ja, am Ende der letzten Folge kann ich mich an die Kalte Kriegs-Zitatsache erinnern. Die war auch von Churchill. Ich weiß jetzt nicht, was ich von dem Mann halten soll, aber gut. Jedem das Seine. Was haben wir hier? Uran. Sieht doch mal nach was aus. Ja, es wird langsam heiß. Ihr seht, die Technologien werden langsam immer gefährlicher. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen lieber Kultur und mit Kultur den Sieg erringen. Doch, ich schau mal. Ägypten ist in Führung. Kulturpunkte 312, Tourismus 130. Ja. Ist schon eigentlich noch ein relatives Kopf-an-Kopf-Rennen. Relativ. Muss nochmal Geld ausgeben, Leute. Das ist wichtig, weil das sind alles Punkte für Kultur. Und unsere Wirtschaft basiert halt auf Geld, da ist der Big Ben so eine Sache, aber wir schauen, was passiert. Noch mehr ausbauen ist die Devise. Genau. Eiffelturm. Ja, wir brauchen die den Broadway. Ist heftig, aber was sein muss, muss sein. Ich hoffe, die baut ihn nicht. Ein Industriegebiet. Wir haben keinen geeigneten Standort für eine Akropolis leider. Was bauen wir denn dann? Ein Industriegebiet wird es werden. Und wir schauen, was passiert. Hier bauen wir noch ein Sägewerk. Und hier einen Bauernhof. Brauchen einen Unterhaltungskomplex. Sonst wären die Leute da nicht mehr happy. Feindlicher Spion getötet. Und wir haben Zahntechnologie. Nice. Ja, gut. Was macht der Handwerker? Der Handwerker hat eigentlich fast nichts mehr auszubauen. Hier noch. Und wir klauen wieder Technik. So läuft's. Ja, Elektrizität, der Seehafen wäre halt nicht verkehrt in vieler unserer Städte. Annehmlichkeiten. Ey,
Was läuft da mit dem Archäologen bei mir rum? Frechdachs. Richtiger Frechdachs. Wir brauchen auch einen Archäologen. Wir haben eins. Haben wir noch welche? Da oben haben wir, glaube ich, noch welche. Ne. Zwei. Na gut, schauen wir mal. Wo haben wir denn überhaupt die Möglichkeit, einen zu kaufen? Man braucht dafür einen... Ich habe nur an einer Stelle, ich bin mir sicher, ich glaube, ich habe nur an einer Stelle ein archäologisches Museum gebaut. Ich hoffe, ich bin nicht zu hektisch. Ja, das gibt's doch nicht. Gehen wir nochmal durch. Korinth kann man nicht bauen. Kann man nicht bauen. Der hat so einen kleinen Hammer. Ich schaue nach so einem kleinen Hammer. Kein kleiner Hammer da. Militärpionier. Das wollen wir alles nicht. Kann nicht sein. Ich habe doch bestimmt irgendwo... Also jetzt reicht's mir, Leute. Dann machen wir das jetzt anders. So, archäologisches Museum. Feindlicher Spion ankommen. Gold abgezockt, der Penner. Aha. Archäologe, da haben wir ihn doch. Können wir den auch kaufen? Ja, 1400, passt. Steht er halt am genau, aber ist schon in Ordnung. Was machen wir hier? Hier haben wir ein Problem mit der Bevölkerung, ne, mit den Annehmlichkeiten, aber wir haben keinen Zirk. Wir brauchen erst eine neue Bevölkerung. Das passiert in 10 Runden. Bleibt uns dann nur eine Schiffswerft zu bauen. So, schön. Ja, das war schlimm nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, so kann man es auch machen. Direct Attack. So, Unterhaltungskomplex, es bleibt ja sonst nichts. Arena, können wir die kaufen? Nee, noch nicht. Wohnviertel, brauchen wir auch nicht. Hier geht eigentlich wirklich nur noch ein Sendezentrum. Dann bauen wir hier schnell eine Arena. Mal neues. Ist gut. Arena. Da sind die schon alle glücklicher. Ja, aber es sind halt wirklich keine großartigen Annehmlichkeiten in den Städten. In 10 Runden ist der Big Ben fertig. Wenn ich kein Geld habe, bringt mir der gar nichts. Muss ich also dafür sorgen, dass ich Geld bekomme. In einer Runde haben wir total... Das muss so. Das hat also nicht so geklappt mit dem. Wir sparen. Juhu! Nein, Gott. Machen wir nicht. Wir versuchen mehr Gold zu generieren. Hier Gold. Bleibt uns da eigentlich nur noch das. Die Wunderproduktion wird verlangsamt für kurze Zeit. Wir brauchen mehr Gold. Danach in 9 Runden müssen wir es wieder machen. Ja, ja. Da ist was dran.
Gehen wir mal nach Memphis. Computertechnologie klingt doch auch vernünftig. Und hier haben wir Möglichkeiten. Und zwar eine Fabrik. Argos, ja. Ist halt schon faszinierend, dass wir echt mit dem Peter also ganz schön weit hinten sind, so von der Technologie, aber viel Geld eigentlich nicht. Mission wählen, Technikbonus stehlen. 8 Runden, warum nicht so? Das passt schon. Los. Genau, Kraftwerk. Werkstatt. Und los geht das Rennen wieder. Kraftwerk, gib ihm, es gibt ja keine Klimaerwärmung. So. Ich brauche mehr Spione. Vilnius und ja, dann skillen wir noch in Nanmandol rein, weil die Kulturboni geben. $300 Gold. Ja, es ist nicht so viel, was der Big Ben uns es gibt. Ja, Spionage, Spionage, bla bla bla. Feindlicher Spion gefangen genommen. Ja, das soll verrotten im Kerker. Wir gehen auf große Persönlichkeiten. 18 Punkte. Rom, Kongo, wer hat die letzten Ägypten? 13 Punkte. Ja. 13 Punkte, 16 Punkte, 20 Punkte, große General. Wir ziehen eigentlich gut voran. Bloß bei Wissenschaft haben wir nicht so abgeräumt. Aber ja, macht nichts, Leute. Ja, da wird erst gebaut. Klick, klack, klack. Ja, schon faszinierend, dieses riesen Uhrwerk da drin. Super, John F. Kennedy. 200% Tourismus durch große Musikwerke, prinzipiell eine schlaue Sache. 100% durch Kunstwerke und Artefakte. Wir gehen da nochmal in die Wunderproduktion jetzt rein, aber wir warten ab. Social Media. Wir brauchen auf jeden Fall noch Handelswege in alle Zivilisationen. Es wird gar nicht so leicht, diesen Kultursieg zu erringen. Was bauen wir hier? Stadion. Nice. War teuer. Aber hoffentlich worth it. Kanalisation. Und unser Geld ist fast wieder weg vom Big Ben. Danke für nichts. Aber egal, dafür haben wir einen Politikplatz mehr. Der lohnt sich. So. Now is the question. 6 Kultur. In jeder Stadt der eigenen Zivilisation. 2 Annehmlichkeiten. Dafür muss das Rindvieh hier drauf gehen und wir schauen, dass wir Produktion erhöhen, wollte ich sagen. Aber wie? No possibilities. Schauen mal.
Hier bauen wir einfach eine Schiffswerft. Der Seehafen bringt noch 2 Gold für alle Küstengeländefelder, aber wir brauchen erst die Militärakademie. So läuft's. Das ist 1984. Bernard Shaw, nice. Technikbonus gestohlen. Hier pflanzen wir einen Wald. Einproduktion für Weide klingt doch super. Ich muss da eine leider abreißen, aber wir haben ja noch ein paar Weiden. Und Sägewerk. So, was haben wir hier? Nischni Novgorod. Ja, nochmal nach Russland. So. In seinem Spaß machen wir gleich hier, aber Sparta braucht erstmal mehr Produktion. Nein, du gehst nach Kairo. Weiter geht's. Ah, unser Archäologe, genau, das kenne ich. Verwirrt vor lauter Verwirrung. I know those feelings. Kaufen wir einen, da oben einen Archäologen. Nächste Runde kaufen wir einen Archäologen. Können wir da irgendwas ändern? Nee, erstmal ist es okay so. Spannend, spannend, spannend. Ein Objekt mit Gold kaufen. Gut. Ich baue jetzt safe keinen Campus mehr. Wenn, dann baue ich hier einen Seehafen. Hier haben wir schon Annehmlichkeiten, das klingt gut, aber es gibt einfach jetzt noch mehr. Und in Korinth brauchen wir einfach dann auch noch einen Handwerker, der es da ein bisschen richtet. Ganz schön gruselig, ne? Ganz schön gruselig, Freunde. Was ist das? Ist das die KI? Oder was ist das? 585 kosten Handwerker, das finde ich ganz schön teuer. Aber ich kaufe so viele Handwerker, dass die echt unglaublich teuer werden auch. So, wir haben hier auf jeden Fall Uran, das wir abbauen wollen. Dafür brauchen wir einen Handwerker. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir bauen hier noch eine Kanalisation und dann schauen wir mal, was passiert. Nein, mach einen Vorschlag. Okay. Wie sieht's aus? Ich führe. Das ist nicht richtig. Aber gut. Wir brauchen keine Wissenschaft pro Stadtstaat. Wir brauchen eher mehr Kultur. Kollektiv. 5% mehr Kultur ist halt schon stark. Schwierig, Leute, schwierig.
schwierig, wir bräuchten eine bessere Regierung. Hatte man schon die verbotene Stadt gebaut? Ich glaube nämlich nicht. Das wäre jetzt noch eine Idee. 1991. Naja. Verstehe. Große Persönlichkeit. Mal rekrutieren. Wir gehen da gleich nochmal rein und dann rekrutieren wir direkt mal noch den Kollegen. Was haben wir hier? Okay. Andere Stadt. Auch nach Hodos. Und du. Gehst mal da und machst mal dann deine Werke. Aha. Super. Wir haben was ausgegraben. Eine Silbermünze. Toll. Sie mag uns nicht. So. Beförderungsstufe. Wir machen. Erhält Gold von gewonnenen Seekämpfen. Und wir gehen auf Hangar. Du gehst weiter und gräbst hier weiter aus. So. Plattenpanzer. Cool. Der sieht cool aus und dann geht's weiter. 6 Runden ist der Broadway fertig, in 6 Runden das Opernhaus. Musik. Also ich mag Musik normal, aber das Stück hören wir uns nicht an, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich würde sagen, ich habe mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst es mich doch wissen, indem ihr uns ein Like da lasst, den Kanal abonniert. Und dann wieder dabei seid, wenn es hier weitergeht oder in irgendeinem anderen Let's Play. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich begleitet im Zeitalter der Fülle. Hier seht ihr, das Estadio de Macarena wird gerade gebaut. Wir sind voll am Wunderbauen der Broadway. Das Ruhrgebiet haben wir aufgezimmert. So schön ist es hier und wir schauen mal, ob wir es schaffen, einen Sieg zu erringen. Es ist auf jeden Fall nicht so allzu unknappes Rennen. Wir schauen mal. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ja, immer nur das Beste. Ihr wisst ja. Ciao und see ya.